So. Steht zwar da, wir sollen in die Richtung graben, aber ich will erstmal das hier ausgraben. Gucken, was sich da verbirgt. Und mal hoffen, dass meine Militärzwerge bald wieder auf dem Damm sind. Eigentlich sehen sie wieder frisch genug aus. Genau, den da kannst du hauen, der hat noch ziemlich viel Gesundheit. So, jetzt kümmern sie sich hoffentlich um das Zeug hier. Währenddessen Leitern. Oh. Nee, ich grab da nicht gleich in den nächsten Raum. Autsch. Come on now. Au. Ich habe unterschätzt, wie laut das klingt, wenn ich Kopfhörer auf habe, wenn so ein Generator zerdeppert wird. Klasse, es hat geklappt. Eine Barriere hat sich gesenkt. Pa, das war eh die Schwächste. Macht nichts. Dass die Magier übrigens so viel Schiss vor uns haben, wundert mich. Gut, was haben wir gekriegt? Ein bisschen Erz. Das ist gut. Also Eisenerz. Wir haben sogar Mauerstein gekriegt. Und da ist es super. Goldader. So, sicherheitshalber, nachdem wir den Raum geschafft haben, mache ich nochmal den Save. Weil, falls nämlich was schief geht, will ich das nicht nochmal alles machen. Das ist wirklich eine Wahnsinns-Goldader hier. Ich sollte den Esstisch jetzt mal ersetzen. Das kann ich nämlich auch zu einem eleganteren Steintisch. So. Sehr gut. Und dann kann ich den verschieben. Und wir haben einen Haufen Holz gewonnen. Das bedeutet, ich kann hier unten weiter zumachen. Sehr gut. So, hier ist auch noch eine riesen Goldader. Was heißt riesen? Sie ist schon ziemlich groß. Da wäre der nächste große Raum. Hier wird geschrieben, ich soll in die Richtung buddeln. Ich will aber erstmal wirklich in die Richtung hier kommen. Und mich auch in den Raum da unten mal reinbuddeln. Also irgendwann muss ich auch mal auf bessere Forschungstische umswitchen. Jetzt war aber erstmal nicht. Jetzt bräuchte ich erstmal noch einen Forscher. Weil drei Forscher geben auch schon mal einen Boost. Ich habe hier genug Turmalin, um einen dritten Forscher mir anzuheuern. Und hier ist sogar noch ein kleines Turmalin-Vorkommen. So, wir haben hier den Tisch. Einen Steintisch. Da können jetzt sechs Leute insgesamt dran essen. Wenn es sein muss.
Und ja, jetzt sieht langsam mein Thronsaal ein bisschen ansehnlicher aus. Jetzt, wo das große Loch drunter abnimmt. Ich kann immer noch nicht die besseren Holzpflanzen, oder? Nein. Ich könnte nur mehr von ihnen bauen, aber ich hätte keinen Platz für welche. Arbeitergeschwindigkeit. Alle Arbeiter werden schneller. Ich weiß halt nicht, ist damit gemeint, dass wirklich alle Arbeiter hier gemeint sind? Oder wirklich alle Arbeitszwerge? Oh, stimmt ja, hier müsste ich die Leiter mal wieder einsetzen. Da wir aber so viel Stein haben, nehme ich lieber eine Steinleiter. So, dann gucken wir mal, was in dem Raum ist. Auf jeden Fall schon mal ein bisschen Silber auf dem Weg. Ein Gobbo-Hort. Sowas haben wir gern. Hier so. Wow. Ja, sowas habe ich gerne. Hier ist sogar ein. Bisschen Gold als Adern vorhanden, wollte ich sagen. So, ich kann den Block hier jetzt auch zubauen. Mit dem ganzen Holz, was wir haben. So, Militär ist unterwegs, das ist gut. Den Goblin ausschalten. So, eine neue Steinleiter hier. Dass man an das Gold auch rankommt. Hallo? Was gibt das, wenn es fertig ist? Wo zur Hölle will der hin? Wo zur Hölle pennt der jetzt gerade? Sucht ihr einen anständigen Ort zum Pennen? Das kann doch nicht angehen. Was ist jetzt verbuggt? Mann, oh Mann, oh Mensch. Gut, wie machen wir jetzt weiter? Ich könnte das Gold ausgraben, um in den Ort da drunter zu kommen. So. Und ich könnte meinem Baumeister sagen, er sollte mal vor dem ganzen Gold einen guten Forschungstisch bauen. Und dann kaufen wir einmal für 100 Gold, für 200 Gold Holz. Hier gibt es nämlich ja noch genug Gold. Okay, hier ist nochmal ein Goblin. Portet sich jetzt nach oben. Er hat auf jeden Fall auch wieder jede Menge Holz, was wir ihm klauen können. So. Und der macht Stunk bei unseren Wissenschaftlern. Das können wir ja auch nicht zulassen. So. Gut, okay. Etwas Stein. Oh, hier unten gibt es sogar Eis, ein Eisenvorkommen, ein kleines.
Das nehmen wir doch gerne in Anspruch. Und da wäre noch ein so ein Special-Raum. Und hier kommen wir auch in den Raum, ohne hier lang rumgraben zu müssen. Hä? Also in die Richtung graben zu müssen. Ja, das ist natürlich schöne Eisenader und ich höre nur Rauschen. Gut. So. Block. Können wir nicht platzieren, weil hier die Treppe. Und die Brückenteile im Weg sind. So. Oh ja, den Ort können wir von hier aus gut erreichen. Wie tief geht's eigentlich hier? Können wir uns das anzeigen lassen? 26, davon sind wir nicht mehr allzu weit entfernt. Wir sind ja schon auf 19 unten. Hm, cool. Belebtheit ist okay. Der Thronraum ist jetzt soweit begehbar. Und ja genau, den Block da habe ich gemeint. Den habe ich vergessen mitzuziehen. Also wir haben hier noch 5, die wir brauchen. Du kannst mal hier rauskommen, weil das brauchen wir dann nicht mehr. Naja, die 5 und dann die 6 hier noch. Und dann haben wir das auch geschafft. So, wir gehen auch in Richtung Soldatenkultur. Das heißt, erstmal werden die Fernkämpfer verbessert. Noch gleich abgegradet zu einem Schützen. Das kostet uns das ganze Eisen, was wir jetzt gefunden haben. Aber er ist jetzt ein super heftig Schütze. Ja, super heftig. Und wir haben gut Ressourcen jetzt. Also ja. Was uns halt noch... Da Fuck. Wieso sind hier unten... Ausgrabeblöcke, da stimmt doch was nicht. Das ist ein Bug, würde ich mal sagen. Gut, ich habe ja schon mal gesagt, die Entwickler haben das Spiel leider nicht mehr... tut das Spiel leider nicht mehr richtig patchen, also gar nicht mehr patchen, ist schon seit Jahren nicht mehr. Aber es läuft einigermaßen. Es gibt zwar einige Bugs, wie man sehen kann, aber richtige Gamebreaker sind darunter zum Glück nicht so wirklich. Ja. Ich bin froh, dass es einigermaßen läuft. Jetzt mittlerweile. Wir waren ja mal eine Zeit lang bei 0 Gold und so. So, wir können auch jetzt einen Block in Auftrag geben hier. Dass wir das hier schön füllen. Und dann füllen wir die 3 Felder und dann noch die Felder und dann ist das Ganze erledigt. Ja. Das wäre ganz vorteilhaft. Aber gut, jetzt gehe ich erstmal wieder auf die World Map zurück. Also ich speichere das Spiel und gehe zur Weltkarte. Ja, ich möchte das Spiel speichern. So, wir haben 75 Einfluss erhalten. Sehr schön. Das heißt, es fehlt nur eine Soldatenkultur mit Plattenpanzern für die letzte Königsquest und dann halt die Hauptquestbelohnung. Und dann können wir wirklich noch hier Startkapital und Glück freischalten, wahrscheinlich. Mindestens. Und vielleicht kriegen wir sogar noch mehr in dem Fertigungsbaum hin. Gut, dann würde ich jetzt erstmal sagen, gibt es wieder einen kleinen Cut, bevor wir uns dann weiter mit dem Kommunikationszentrum beschäftigen und damit auch dieses Gebiet befrieden, bevor es dann, glaube ich, in dem Gebiet weitergeht. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Also, bis dann.